Sägeld einsammeln. Genau, und mit diesen Worten begrüßen wir euch zu einer neuen Folge Looter Kings. Wir sind jetzt, in was für einer Ebene sind wir? Sind wir in der ersten, der zweiten? Wir müssen ja in der dritten sein, oder? Zweite Ebene. In der zweiten? Jo. Okay, wir befinden uns in der zweiten Ebene. Haben wieder noch keinen Shop gefunden? Boah, nein. Doch, genau, wir haben noch keinen Shop. Endlich hat's geklappt. Ja, boah, geil. Du auch noch? Schreck, schreck! Ich hab's gewusst, dann rausrennen! Ey, ich zerklopp dir. Und mit dieser angespannten Stimmung begrüßen wir euch in der neuen Folge Looter Kings. Ah, du fickendes Stück. Was macht ihr schon wieder? Nee, der beschissene Wurm hat mich erwischt. Christoph, wo bist du? Kommt in Rage-Modus. Wo bist du denn? Nee, hinten drin. Der Kackwurm hat mich halt halb gekillt. Guck dir die Leben an. Ey, das war meine Münze. Da hat mein Name drauf gestanden. Warte, warte, warte. So, machen wir jetzt auf die. Was haben wir gesagt? Billo Art. Hat er überhaupt Damage genommen jetzt? Irgendwie nicht viel. 32 bei mir. Und jetzt? Ja, mehr, viel mehr. Also, man muss wirklich auf der Ebene stehen, und damit die. Lol. Ich hab ja gesagt, der hat mich eben fast gewonnen. Ah, der kann uns auch gar nicht angreifen, wenn wir da ganz oben stehen. Ja, deswegen, also deswegen, man macht anscheinend auch wirklich erst. Wow. Erst Damage, wenn man auf derselben Ebene ist wie er. Christoph, kommst du? Ja. Du kannst auch an der Kante stehen, aber dann macht er dir auch Schaden, das habe ich auch gerade gemerkt. Na, okay. Aua. Na, jetzt aber. Komm schon. Du hast. Was ist er denn da? Hör auf, Slalom zu laufen. Das nicht. Also, irgendwas stimmt nicht. Warum? Der hat halt nur auf dich. Ah! Hat halt nur auf dich gezielt. Jo, gleich mal wieder so ein. Boah. Das war gut eingesetzt, oder? Christoph. Ja. Der hat uns nicht getroffen. Das wäre echt knapp gewesen. Aber wo spawnt der immer, wenn man es mal sehen würde, gell? Kriegt man es eigentlich am Boden irgendwo angezeigt? Ich glaube nicht. Nee. Siehst du durch den Rauch, der da entsteht beim Rauskommen? Ach, ich habe mir jetzt auch noch die Dragon Balls bestellt, die wir auf der Gamescom gesehen haben. Okay. Die wurden, glaube ich, schon vor einer Woche weggeschickt oder sowas. Und die sind immer noch nicht da. Die kommen irgendwie aus China. Die brauchen auch 3-4 Wochen. Genauso wie der Optimus Prime, den ich mir bestellt habe. So eine Actionfigur. Die sind ja immer ruckzuck weggeschickt. Aber der Versand dauert einfach ewig. Ja, das ist doch kein Wunder, wenn so ein Chinese hierher laufen muss. Jo. Die müssen erstmal an den Somali-Piraten vorbei. Genau, wir laufen einfach immer hochgepackt, dann kann keiner Pilze schmeißen. Außer ich. Ich hab eben noch nicht gedacht, warum laufe ich nicht mehr? Ja? Ich kann so gut zielen. Hat er mich runtergeworfen? Ich hab Christoph extra runtergeworfen, damit ich an die Kisten kann. Christoph, komm, auf. Komm! Alter! Hab sie gerade voll gehittet, Mann. Ja, toll, du hättest aber besser hitten können, wenn du auf meinen Schultern stehst. Komm mal zu mir. Ich seh dich ja noch nicht mal, wo bist du denn? Ja, jetzt bin ich, steh natürlich nicht die ganze Zeit hinter dir. So, dann du. Vor allem, du. Du hast wahrscheinlich ihn die ganze Zeit gemeint, weil ich hier drüben bin. Nein, ich lauf die ganze Zeit hinter dir. Komm, ich bin dir durchs Bild gelaufen. Nein. Du nicht so. Was macht diese? Ich muss das mal durchlesen, was das macht. Oh, machen wir wieder unsere Billo-Taktik. Jetzt bräuchte ich mir nur noch so einen Flächendamage nach vorne. Haben wir doch, Rechtsklick. Erfahrungspopel. So, perfekt. Noch einer. So, aber ich brauche jetzt echt mal Pilze, die im Scheilen. Nicht zum Werfen, ich brauche echt mal Pilze zum Heilen. Oh, da sind noch welche, gell? Ja. Ja, aber super, Christoph. Klasse gemacht. Was habt ihr denn jetzt schon wieder? Vor allem, er beschwert sich, ich bin derjenige, der tot ist. Ah ja, du bist auf mich draufgesprungen und dadurch bin ich stehen geblieben. Ja, da kann ich doch nichts für, wenn du Angst hast vor den riesen Klöten und stehen bleibst. Ja, genau. Mach das doch. Brownie spielt bald mit uns nicht mehr Looter Kings. Puh.
Wir müssen für ihn so, wir müssen für ihn so Wahlmusik müssen wir so einspielen. So Wahlgetöne. Aber hier gibt's Pilze. Ja, ah, super, man kann sich endlich mal, aber hier gibt's kann sich endlich mal hochheilen. Das ist immer anhört. Hier gibt's Pilze. Auch wenn keine Wahlmusik da ist, hier gibt's Pilze. Genau. Kann man an diesem Feuer irgendwas machen? Reinlaufen. Das gibt Leben. Mit Sicherheit. Oh, Christoph, das war nice. Was sie hätten machen können, finde ich, hier in der Mitte, die hätten noch so ein Schwert reinstecken können, so wie bei Dark Souls. Das wäre cool Alter, gewesen, noch so eine Anlehnung. Penne, die kommt dauernd angerannt, ey. Warum spielt ihr eigentlich Dark Souls nicht weiter? Weil wir alleine da, wo wir hingekommen sind, mehrere Tage gebraucht haben. Also ich bin durch. Ja? Ja. Nee, bei uns, ey, wir haben das ausprobiert. Ich bin auch nicht so der Controller-Fan, muss ich sagen. Es geht. Und dann hat das echt Ewigkeiten bei mir gedauert. Es ist total geil, einfach nur. Ja, kann ja auch gut sein, aber irgendwie ist es nicht so... Dieses ewige, wie nennt sich dieses Genre dann, wenn man tausendmal wieder anfangen muss, wenn man tausendmal stirbt? Boah, keine Ahnung, Survival... Da gibt's doch bestimmt auch schon wieder eine Survival... sonst was. Ach, komm mal hier zusammen. Frustspiel? Ja, genau, Frustspiel trifft's eigentlich ziemlich gut. Ragequit-Spiel. Ja, Wurmattacke wieder, hm? Ich würde eher gern mal wissen, ob wir einfach... Will jemand auf meine Schultern? Ich habe irgendwie Angst. Ah, hier geht's doch. Genau, naja, hier ist eigentlich ohne Probleme. Ja. Werfen da hoch, werfen da hoch. Nein, nein, ja, genau. Da hoch vor allem, gell? Och, wieder auf Christoph. Weil wie du ihn auch immer in die Waffen, in die Masse wirfst. Ich gucke in die Richtung und er ist runtergesprungen. Ja, genau. Ach so, du hast ihn gar nicht abgeworfen. Er ist ja selber gegangen. Ja, ich habe aber versucht, in die andere Richtung zu gucken, das hat mir leider nichts gebracht. Ja, ich glaube, du springst immer in die Richtung ab, wo der untere guckt. Aber zum Glück haben wir noch keinen Magier dabei. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Wie schön sie da alle in Reihe und Glied stehen. Nice. Irgendwie triffst du... Nee, warte mal, ich muss gerade mal... Stell dich mal... So? Ja, ja, okay, doch, so geht's. Okay. Alter, ja, dann versuch ich einfach mal immer im Kreis zu rennen. Jungs, ey, ist das asozial. Okay, noch klappt's, ja. Ja, das geht eigentlich, gell? Und wenn man hochspringt, treffen die ihn auch nicht. Boah, seht ihr, dass da der Shop ist im nächsten Raum? Oh, wo? Ja, wo? Da ist im nächsten Raum ist der Shop, können wir eigentlich schon okay. reingehen, wow. theoretisch? Nee, also jetzt noch nicht. Da sind noch Gegner im Raum hier. Sicher? Ja. Aber das war ausprobiert. Ja. Also ich hab mich schon vor Türen gestellt, geht nicht. Oh, gerade kommen wir ganz schön nah, warte mal kurz. So. Jetzt wieder runter. Na also. Haben wir sie? Benutzt ihr die Typen eigentlich nicht öfter? Das ist mir gerade eben erst auch eingefallen. Hier ist der Shop, gell? Ja, ja, genau, hier ist der Shop. Ach so, die Truhe! Habe ich was gekriegt? Oh, da ist noch was. Ja, doch. So. Perfekto. Gut, dann. Von euch haben. Was hast du, Brownie? 46. Hast du noch Pilze? Nope. Bester Deal. Warte. 91 Jahre. So viel Geld habe ich nicht. Okay, ich muss auch mal gucken. Also an Waffen gibt es echt nur die Vorschülerarmbrust und das komischerweise zweimal. Ich kann mir für 33 die Kerze kaufen auf Stab. Toll, mir fehlen 2 Gold für den Hut. Wo seht denn ihr den? Ach, da ist der Damage. Wow, die Büchse, die Donnerbüchse ist ja voll schlecht. Ich kaufe jetzt die Frage den. Ist... Ich kaufe jetzt einfach den Hut hier. Sieht zwar total doof aus, aber drauf geschissen. Ich weiß halt nicht.
Also die Donnerbüchse kostet halt sau viel, aber die macht irgendwie nur sau wenig Damage. Kann das sein, dass die halt mehrere Kugeln raushaut? Unter was habt ihr denn die Donnerbüchse? Ich hab die nicht. Ich hab die auch unter dem gekreuzten Pfeil habe ich die. Ich hab da eine Armbrust, das war die gleiche wie beim ersten Mal. Ja, das und war dann habe ich genau. Und dann habe ich eine Donnerbüchse. Die Kreissäge. Okay. Warum habt ihr alle so gute Sachen? Ich hab... Also da schieße ich so Kreissägen, kostet aber gut, ich hab ein Tischbein bekommen. Oder kein Tischbein, so heißt das. Krass. Ja, was willst du mehr, Alter? Brauchst du dich mal mit zielen? Was hast du für Hut auf, Alter? Ja. Oh. Alter, ich glaube, ich habe mich dadurch kaputt gemacht, oder? Nein. Ich muss gleich mal gucken. Vor allem hat deine Büchse vorne voll was? Kaputte. Du hast so viel Geld, dass du... Ja, weil dein Bankgeld ist. Ich hatte 181. Marco, da hat er die Rüstung verkaufen können. Genau. Ist klar. Oh. Also, wie viel hast du bekommen? 11. Ich hatte nur 8. Nee, warte mal. Wie könnten ihr 11 bekommen, wenn ich nur 8 hatte? Weiß, ich weiß nicht mehr, wie viel ich denn noch zum Schluss hatte. Ja, dann greift euch jetzt mal das ganze Zeug ab. Bringt mir ja nichts, wenn ich gut ausgerüstet bin und ihr nicht. Aber ich brauche halt echt mal einen Pilz, um mich hochzuheilen. Ja, ich auch. Oh ja, hast recht, ihr seid auch nicht viel besser dran. Ja, genau. Und kannst du jetzt was kaufen? Nee. Ich kann fast was kaufen. Aber man sieht meine Ritze leider nicht mehr. Lass mal hier nochmal gucken, ob wir noch. Kann ich die Pilze von deinem Hut essen? Wollt ihr weiter hochgehen und sterben oder wollt ihr hier unten nochmal gucken? Wir vergnügen uns gerade an den bescheuerten Sachen. Oh Mann, es ist so primitiv und doch so gut. Manchmal sind die einfachsten Sachen einfach die besten. Okay, komm, lass weitermachen. Wo gehst du hin, Christoph? Ey, wie gesagt, mir fehlt nicht mehr viel, da kann ich mir auch ein Stück Rüstung kaufen, aber egal. Ah ja, auf. Okay, ja, ich will gerade weg. Ja, nicht. Also, jetzt sind wir in der dritten Ebene. Ja, oh, stimmt. Jetzt sterben wir. Müssten wir nicht an der Oberfläche jetzt sein? Ja, in der vierte, oder? Ach so, meinst du, es ist die vierte? Dritte. Stimmt, hast recht. Ja, okay. Noch eine. Diese? Genau, es gibt jetzt das Verlies erst nochmal. Stimmt, die vierte ist die Burg. Ja, da sind wir letztes Mal draufgegangen. Okay, dann ist ja jetzt ja wirklich, es ist ja wirklich mal Teamwork gefordert. Da lach ich doch drüber, Peter. Du und Teamwork. Hey, ich bin jetzt super ausgerüstet. Ja, ja. Setz mich jetzt auf irgendeine Schulter. Weil du das Gold deiner Kameraden gestohlen hast. Genau. Ja, wir sind deine Helfer. Wir sind deine Helfer für deinen Fortschritt. Looter Kings, nicht, dass du das Teamzeug klauen sollst. Hier, holt euch mal das ganze Zeug, macht die Kisten nur auf. Bringt ja nichts, mit so Nubbles hier rumzulaufen. Hättest du dich mal schneller beklauen lassen die ganze Zeit, ey? So, jetzt kann ich mir wiederum den scheiß Helm Pilze? Kaufen. Irgendwo Pilze? Ach nee, das ist kein Brot, das ist Holz. Ich dachte gerade, das ist Brot, aber das ist Goblin-Brot. Ist extra das. Viel Leben oder sowas. Keine das Ahnung. Ist Goblin-Brot. Boah, hier ist ein Pilz an der Wand. Oh, geil. Die Pilze an der Wand sind echt gut. Ah, die Ratten. Oh, nein. Alter, so viel Damage macht das nicht, ich muss bei irgendjemand auf die Schulter. Wie viel macht's denn? Ich muss rennen. Aber das macht Flaschen-Damage. Okay. Ja, pro Schuss 100. Ja, nee, mehrere Kugeln treffen einen Gegner, so sieht's aus. Achtung, daneben. Hä, ja, das kommt mir manchmal so vor, als ob der nicht nach unten schießt. Weil der schießt über die Viecher weg. Ah, jetzt trifft er manchmal. Okay, echt ein bisschen merkwürdig. Der trifft mich immer. Der braucht einen bestimmten Abstand, denke ich. Ja, glaube ich auch. Erfahrungspopel. So, wie viel Leben? Okay, Christoph braucht noch einiges. Ich brauche noch ein kleines bisschen. Da hinten ist noch Gold. Und haben wir noch einen Pilz an der Wand? Nee, gell? Nee. Nee, aber die. Top. Die Wandpilze hauen ganz schön rein, ne? Ja, gell, die sind gut. Endlich höre ich mir alles so dumpf, ey. Boah, hier geht's ja echt rund. Also komm, jetzt will ich auch wieder was haben. Boah, wie viele Kisten sind hier denn? Oh, die Ratten kommen schon wieder. Oh, dann gehe ich mal hinter die Wand. Ja. Alter, ihr seid echt mies.
Oh, Riesenlag. Nee. Es ruckelt ein bisschen, aber sonst. Ja. Okay, ich mach lieber mal jetzt nichts. Jetzt ist es besser. Schieß. Nee, bei mir kriegt nichts. Ja, dann muss ich dich leider mal abwerfen. Ja, aber bitte nicht in die Masse. Doch. Boah, ernsthaft? Nein. Ich sehe nur, dass ich durch die Luft fliege. Boah, ich habe gerade voll den Einbruch. Ja, ist bei mir aber genauso. Ja? Ja. Ey, ich hab ein Frame in 3-4 Sekunden oder sowas. So, ich muss mal raustappen. Kann sein, dass ihr die Verbindung verliert. Ja, jetzt ist wieder besser. Ja, jetzt hat sich's wieder. Ich hab's Spiel kurz minimiert und wieder neu geöffnet. Alter, was machst du denn, dass das so bescheiden ist? Was meinst du? Alter, die greifen an. Wieder fast down. Die Waffe macht irgendwie nur 16 Damage. Da sind ja noch welche. Ja, noch einige. Level up! GZ. Nein, es ruckelt wieder. Ich hab erst Level 4,5. Okay, also ich bin definitiv tot jetzt. Ihr müsstet mich dann gleich wiederholen. Guckt, dass ihr überlebt. Weil ich kann halt echt nichts machen gerade. Ah, das ist deine Ratte. Ach, ja, das hab ich jetzt gerade auch erst gemerkt. Kann auch so, kein Gold. Versuche das jetzt nochmal ein paar Sekunden, ansonsten muss ich die Aufnahme hier einfach unterbrechen. Ja, weil bei mir passiert gerade auch nicht viel. Ja. Aber woran liegt's? Ich tapp noch mal raus. Seid ihr irgendwo safe gewesen wenigstens? Nö. Ah, jetzt geht's weiter bei mir. Und wir haben auch keinen Damage bekommen. Ja, dann müssen wir das immer so machen. Warten, bis es leckt und dann erst angreifen. Genau. Juhu! Boah, Alter. Die Ratten greifen mich irgendwie echt nicht an. Die haben Angst. Konnte man hier nicht was wegen der Wasserpumpe machen? Ach, die müssen sich zuerst umdrehen, um anzugreifen? Ernsthaft? Level up! So. Auf wie viel Gold seid ihr jetzt? 81. 82. Okay, top. Wo gehen wir lang? Jungs, wo gehen wir lang? Hier ist ein Shop. Wollt ihr was haben? Ja. Top. Das war noch nicht was, aber... Gibt's hier irgendwo einen Pilz für mich an der Wand? Nee. Schade. Shop. Gib mir all dein Gold. Oh, hier ist ein Pilz an der Wand. Ach, es gibt auch leuchtende Pilze an den Wänden. Christoph, direkt vor dir ist das eine, ja, ja. Genau. Der Crabber, jetzt so. Nimmt er sich hier alles. Joho, komm. Hey, hier ist noch ein Pilz. Oh, die Rüstung kostet 101, oder? Ja. Super, fehlt mir hier. Ein mickriges Goldstück. Ja, warte, dann nimm dir den Pilz. Ach so, warte. Genau, und dann nimm dir mein Gold. Och, oh, jetzt lass ihn doch das Gold nehmen. Hab ich doch auch machen wollen, indem ich dich angreife. Ja, cool, ich hab nichts bekommen. Ja, weil alles, was aus ihm rausgefallen in mich rein ist. Ja. Ey, dann muss mich einer nochmal stunnen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, jetzt kann ich die Rüstung kaufen, ich hab 104. So, gut. Jetzt habe ich nur noch 29 Gold. Von 80 auf 29. Oh, eine neue Rüstung. Magikus Reiselust. Was? Ja, ich hab eine neue Rüstung bekommen. Tatsache. 130. Toll, dass ich mir eben die scheiß Rüstung für 80 gekauft habe. Rüstung? Die habe ich nicht. Ich habe die Narrenrüstung immer noch. Ja, die Narrenrüstung. Ja, genau, die habe ich halt, ja auch. Die Narrenrüstung hat halt mehr Rüstung, aber weniger Regeneration und die andere hat 10 Rüstungen. Oh, guck mal, wie cool der schießt beim. Nee, ich hab den Wams des Schützen. Der hat 20 Rüstung, keine Regeneration. Der ist ja geil. Ready? Ey, Christoph und ich müssten jetzt eigentlich schon fast die Waffen wechseln, ne? Warum? Ja, weil ich hab so ein Hütchen und so eine. Ach so, ja, ach so, hast recht, ja. Gib deinen Hut her, Mann. Gib deinen Hut auf her. Auf weiter geht's. Boah, boah, Gold, Gold, Gold. Mein Gold, mein Schatz. Ich hab Angst. Boah, da ist eine Ratte. Oh ja, hast recht. Natürlich klappt das nicht. Voll die Kackfähigkeit.
So, wir sollten uns vielleicht wieder auf die Schultern. Also, da haben wir ja definitiv mehr Damage. Ja, genau. Danke, dass du das da gemacht hast. Renn du mal geradeaus, Christoph. Also, rückwärts, da bist du immer so langsam. Reicht doch genau aus, ohne dass wir Schaden kriegen. Ja, irgendwie greifen die echt nicht an schon wieder, gell? Ja, die greifen rennen an, aber das Problem ist, die bleiben die stehen und müssen nach vorne schlagen. Siehst du das? Ja. Und ja, ja, die müssen sich irgendwie so umdrehen oder sowas. Dass du rückwärts laufen kannst, ohne Probleme. Guck, die müssen sich erstmal umdrehen komplett. Oh, das ist schön. Die Reichweite ist geil. Ja, Mann. Jetzt geht's doch so langsam. Aber warum krieg ich meine Combo eigentlich nicht voll? Also komm, ich mach hier mal richtig viel Damage. Du musst 13? 14, ja, also. Boah, Alter, 260 Damage. Wow, bei einer Ratte. Na also, die ist down. Top, Erfahrungspopel, wir kommen. Guck mal, ich habe die Waffe nicht gewechselt und habe trotzdem jetzt eine andere Götterfähigkeit. Ja, weil du Rüstung, die Klamotten gewechselt hast. Okay, also hat das doch was damit zu tun. Genau, das ist also irgendeine Kombination aus allem. Ja. Diese Zeichen haben wahrscheinlich dann doch... Boah, ist das ein Riesenpilz? Nee. Nee, okay. Das ist ein Blatt. Hast du aber am Anfang auch gedacht, oder? Nein. Nein! Ich hab die in den anderen Raum schon gesehen, die Dinger. Boah, du Sau. Gib ihm! Ich mach uns gerade kurz unsichtbar. Bräuchte nämlich auch mal wieder ein bisschen Leben. Also, falls ihr einen Pilz seht, sag mal Bescheid. Links. Links? Hier, da muss ich schießen. Ah, warte, hier ist auch einer. Ich nehme den gerade. Top. Und ich hole uns gerade mal ein paar Gegner noch mit. Wow. Ah, guck mal, wenn du alleine stehst, geht eigentlich auch relativ gut mit der Waffe. Was ist bei dir die Rechtsklick? Der explodiert vorne, der Lauf von der Donnerbüchse und du wirst auch automatisch zurückkatapultiert. Konnte man hier irgendwas mit den Wasserhähnen hier machen? Nee, die sind reine Deko. Oh! Also glaube ich zumindest. Peter, guck mal. Oh, geil! Mega Kelch. Nee, leider nicht. Raus damit, aber Mann! Das ist. Das müsste dann die Dings sein, die Elfenkönigin, der wir es abziehen müssen. Nee. Schade. Da ist eine Weinflasche. Ah, können wir auch nicht kaputt machen. So. Wie schön ich die ganzen Kisten aufmache. Krabben? Alter, ich muss auf irgendeine Schulter. Wow. Oh, Krabben. Krabben. Frische Krabben. Boah, ich hätte jetzt mal. Ja, aber ich hätte jetzt auch mal voll Bock auf so ein Krabbenbrötchen. Boah, wie geil. Wie trifft der denn dauernd? Schön zum Brownie umlenken. Uns sieht er jetzt nicht mehr. Du triffst auch keinen kurz. Meter. Nee, das ist ein Doppelraum, ja. Boom. Oh ja, ich mach alleine mehr Damage, glaube ich. Na dann. Boah, Alter. Was ist das? Ich habe irgendwas Weißes im Gesicht. Ey, das ist nicht lustig. Ihr seid so doof. Sau, ey. Aber von wem kam das jetzt? Oh, schon wieder. Das kommt von der Krabbe. Ich sehe nichts mehr. Habt ihr das nicht? Treffen die euch damit nicht? Richtig. Wenn ich auf hier drauf bin, schieße ich immer drüber. Boah, das dauert echt lange, bis ich die Krabben down habe. So, jetzt aber. Eine hab ich. Ach, guck mal, die können sich so klein... Oh, schon wieder. Ich sehe schon wieder nichts mehr. Komm mal zu uns. Was seid ihr denn? Ach, da hinten. Okay, jetzt hab ich auch was Weißes im Gesicht. Ihr sollt euch nicht gegenseitig... Juhu! Ja, eben schon wieder. Also, er hat mich nicht getroffen diesmal. Okay, jetzt weiß ich, was ihr meint. Ich hab ne Krabbe fast platt gemacht, auf einmal fängt der voll an zu kommen, ey.
Was kommt denn bei... Achso, wenn ich dir sichtbar werde, explodiere ich kurz. Ja, du machst richtig Damage dann. Ja, genau. Doppelte Sahneportion. Boah, du misst mich krass. Jetzt haben wir einen. Einen haben wir. Na also. Zwei. Nochmal zwei. Ja. Den einen kriegen wir jetzt auch noch. Na also. So, jetzt. Boah. Meine Fresse, war das anstrengend. Oh, da ist ein Riesenpilz. Den muss ich erstmal haben. Noch ein Pilz. Der ist auch mir. Wir müssen ja theoretisch jetzt Leben regenerieren über Zeit, oder? Ich glaube schon, dass du das tust. Ja. Ich glaube, das dauert eben halt einfach sehr, sehr, sehr lange. Das ist die andere Sache. Genau. Aber es bedeutet, ich habe 18er. Ich habe 18er Regeneration. Ich habe. So. Wo geht's denn weiter, Jungs? Lebensraum. 7. Von hier kam. Ah, da ist eine Tür. Okay, hier. Wir sind auch nochmal Schuss auf die Bubbles einnehmen. So. Ach. So, weiter geht's. Arschparade. Nee, 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 nee. Hahaha. Oh, oh. Oh, Ratten. Down. Achtung. Hodenkrebs. Wichskrabben. Ja, aber echt. Immer wenn die mit den beiden Scheren nach vorne schlagen, spucken die danach. Okay. Ja. Ja, das ist so eine blaue Kugel, die die einen entgegenfällt. Genau, ja. Und das kann man eigentlich ziemlich gut timen, wenn die nach vorne schlagen, ja, dann einfach mal hochhüpfen, dann schießen sie unter die durch. Hinter dir, Christoph. Boah. Wie er direkt, ach, wie ich schon wieder nachladen will. Ja, wir haben eben Resident Evil gespielt. Naja, muss man ja bei jeder Gelegenheit nachladen. Das ist klar. Boah, auf den Titel bin ich mal gespannt, auf Resident Evil 7. Ich hoffe, dass er auch wieder im Koop geht. Ja, den haben die jetzt schon. Die letzten Spiele haben sie immer im Koop gemacht. Ja, da müssen sie es eigentlich, gell? Boah, wie krass es wäre, im Koop per VR zu spielen. Per VR? Ja, du kannst, über die Brille und über die Joysticks kannst du. Ach so. Zumindest laut Gamescom konntest du Resident Evil zocken. Das ist halt richtig heftig dann. Habt ihr die Nosolus mitbekommen? Ja, Nosolus Rift, ja. Ich muss so lachen. So ein Schwachsinn, aber auch wiederum so geil. Aber ich fand die Argumentation, die ich fand, das ist typisch South Park. Ja, aber ich fand die Argumentation, einerseits muss man ja sagen, okay, es ist die nächste ja, die nächste Ebene, das nächste Element der Weiterentwicklung von Virtual Reality. Andererseits kann man aber auch sagen, und das Argument fand ich ganz gut, das hatte ich gehört von Pete Smeet, dass sie gesagt haben, bei was kannst du es umsetzen? Weil du musst dir überlegen, die ganzen Zombie-Spiele, da kannst du es zum Beispiel nicht umsetzen, weil ganz ehrlich, wer will vergammeltes Fleisch die ganze Zeit riechen? Bei den meisten Shootern kannst du es nicht spielen, weil du dann eigentlich ja ununterbrochen irgendwie Schwarzpulver oder sowas riechen müsstest. Ja, Schwarzpulver, Blut, Staub. Genau, Öl. Ja, ist ja super toll. Das muss ich ja unbedingt jetzt auch noch riechen. Ja, und beim Rennspiel kriegst du Benzin und Reifenabrieb in die Nase. Ja, ja, wow. Genau. Also das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich beim Spielen nochmal riechen wollte, wenn ich ehrlich bin. Und was kriegt man da beim Landwirtschaftssimulator? Kuhdung, dick, ja. Dick in die Nase geschissen. Genau. Und das andere Ding ist, dass der, dass Sepp zum Beispiel auch ausprobiert hat, wie sich das Ganze umsetzt, und er hat gemeint, wenn du diese Nosolus aufsetzt, also bei ihm war es zumindest so, dass er den kompletten Tag noch diese Scheiße gerochen hat, ihm dadurch auch ein bisschen schlecht wurde, und egal was du dann eben machst, ob du dann irgendwas isst oder sowas, das ist ja nichts anderes als ein fein zerstäubtes Parfüm. Was, im Endeffekt. Was, das ist jetzt also wahr, oder was? Ja klar, das gibt's. Ich dachte, das wäre Fake.
Nein, das gibt's für das neue Hauspackspiel, haben sie das dargestellt. Doch, nein, das gibt's nicht zu kaufen. Es wurde von den Machern von Oculus, glaube ich, wurde es einfach nur gebaut. Es wurde gebaut und das Ding funktioniert auch, aber das wird es niemals zu kaufen geben. Okay. Nee, ich hab jetzt echt gedacht, das wäre so typisch South Park und das ist verreizte Verarschung. Ach so, nee, das Ding gibt's schon zu kaufen. Okay. Gab's schon, ja. Der ist total. Ah, nee, also gab's. Nicht zu kaufen. Die haben's. Nee, sorry, nicht zu kaufen, sondern sie haben's wirklich gebaut und es gab's zum Spielen, so wollte ich sagen. Aber man kann's eben nicht irgendwo kaufen. Was, wo ist denn jetzt der Raum, wo wir hin müssen? Und da ist halt die Frage, was macht eher Sinn weiterzuentwickeln? Einen Nosolus oder vielleicht eher die Möglichkeit auf Feedback, weißt du, so Fingerfeedback, dass du, wenn du irgendwas anfasst, entsprechend dann Rückmeldung bekommst, weißt du? Wird ja wahrscheinlich eher Sinn machen, als irgendwas riechen zu können. Hm. Also ich glaube, ich würde es cooler finden, irgendwas mit Feedback zu spielen, als was riechen zu können im Game. Gerade eben unter dem Aspekt, dass ich vielleicht gar nicht riechen will. Ich könnte mir für 207 Gold eine Einhandwaffe kaufen, die 53 Damage normal macht. Ist halt die Frage, wie kommt schon das Gold, ne? Weil ihr habt ja. Christoph, die Waffe hier auf. Wie viel brauchst du? Wie viel brauchst 207. Du? 207. Und wie viel hast du? 106, also ich brauche doch 100 Gold. Okay, ja, dann kannst du gerne ein bisschen was vorlooten. Hier, da, hol. Ja, nee, weil jetzt diese 32er Armbrust, die macht jetzt nicht wirklich viel. Ja, meine ist auch nicht allzu toll. Aber hier beenden wir jetzt erstmal die Folge. Wir werden uns jetzt gleich nochmal in die letzte Ebene begeben, die wir letztes Mal geschafft haben. Bis dahin.